Moin, moin miteinander. Uah. Nein, die Zombies, die spawnen hier aus dem Teleporter. Und jetzt habe ich mehr als nur einen. Ach du Kacke. Ich glaube, das hier ist eine ganz falsche Stelle. Hier sollte man, glaube ich, nicht stehen. Ich hoffe, die spawnen jetzt nicht unendlich. Invasion abgewendet, erstmal. Wo kam die denn her? Oder, Moment mal. Die kam einfach hier durch. Ja. So einfach geht das. So einfach geht das. Im Grunde genommen, wir müssen uns mal angucken, was da unten ist, ne? Das könnte jetzt sehr gefährlich werden, oder ist bestimmt sehr gefährlich, aber wir gehen mal runter. Und zwar unsichtbar. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber wir machen es mal. Oh nein. Flatterviecher. Oh nein. Ich glaube, sie sind unter mir, ne? Ja, da sind sie. Ich glaube, der blaue war so ein Blitzi, ne? Ich glaube, das war ein Blitzi. So, das heißt, wir brauchen Blitzschutz. Ich mach mal Blitzschutz. So. Na, Unsichtbarkeit. So, weg ist er. Mein Freund. Mein Nicht-Freund. Jetzt habe ich oben gar nicht die Wände mal abgecheckt. Okay, immerhin ein Dietrich. Teleporter. So, und wo sind wir hier? Warm-bound Catacombs, oder was stand da? Catacombs. Ich will noch mal reingehen. Und noch mal hier die Wände abchecken. Nicht, dass hier ein Geheimknopf ist. Wir irgendwie einen epischen Gegenstand verpassen. Sieht aber nicht danach aus. Machen wir weiter auf dem Friedhof.
wir kommen ganz gut voran, ne? So, hier. Ein Rätsel. Okay. So, einer ist starving, ja. Ach, mit vielen Druckplatten. Uiuiui. Okay, gehen wir erstmal runter, bevor wir uns die Druckplatten. Und wir gehen wieder rauf. Es sind aber mehrere, ne? Habe ich so das Gefühl? Hier ist nicht nur einer gespawnt. Ah, jetzt würde ich gerne runterschießen können. Ja. Warum gibt es hier irgendwo einen Platz, wo ich einzeln gegen die kämpfen kann? So eine Ecke vielleicht, ne? Was passiert, wenn ich hier drauf gehe? Irgendwie haben sich die Dinger geöffnet. Ach, wahrscheinlich öffnen die sich in einer bestimmten Reihenfolge. Da muss ich so überall was reinwerfen, ne? Genau. Und da waren Druckplatten. Da wird das dann wahrscheinlich auftauchen. Und wenn alle Druckplatten belegt sind, dann geht das auf. Das würde Sinn machen. Okay. Ich möchte einmal die Zombies mir vorknöpfen. Das ist ein Beutel, da möchte ich auch ran. Erster, zweiter, dritter. Muss man echt schnell sein. So, zwei Zombies sind da unten, ne? Das geht doch eigentlich. Boah, daneben. Und dabei warst du schon unsichtbar. Komm. Komm her. Komm her. So, die werden erledigt. Zack. So, was haben wir denn hier Schönes? Essen. Horned Fruit ist, glaube ich, für ihn. Aber er muss ja gar nichts essen. Hahaha. Aber ich glaube, er sollte sie essen, einfach um die Werte zu bekommen. Ne? So, jetzt muss ich mir aber was überlegen.
Ich glaube, ich schaffe es nicht schnell genug hintereinander hier zu schießen, oder? Es sei denn... Ich versuche mal das hier. Nein, ich versuche es anders. So, also 1, 2, 3, so war das, ne? Ja, das war zu langsam, ne? Also, da, da und da. War das jetzt richtig? Ich will mal gucken. Nochmal. Hä? Ach man. Ist immer anders. So, okay. Bin bereit. Oh, ich könnte... Oh. Mich doch verarschen hier. Das ist echt Verarschung. Immer da, wo ich nicht hingucke. Ja, zu spät. So, irgendwie die Sterne erscheinen hier immer, weil ich bekomme hier immer so Plus. Ah nee, die erscheinen wahrscheinlich hier, wo ich stehe. Also hier erscheinen sie wahrscheinlich wieder. Okay, ich muss nochmal was ändern. So, also. Okay. Wahrscheinlich war ich zu langsam. Ich habe zwei Sterne wiederbekommen, das bedeutet... Das bedeutet, dass ich schon ganz viele Sterne verloren habe. Ich hatte doch 25. Ich habe jetzt nur noch 20. Wo ist denn der Rest? Auf!
Ich will aber meine ganzen Sterne wieder haben. So geht das nicht, Leute. Das macht hier auch Sinn, hier irgendwas hinzubauen, wenn dann Bäume dazwischen stehen. Oder ist das ein Secret und ich muss hier an der Mauer irgendwas finden? Oder einen Knopf? Ach ja. Ja, die Mauern sind auch so eine Sache. Es könnten Knöpfe hier versteckt sein, aber findet die einmal. Sage ich dazu. So, hier sind die Sterne. Bin ich jetzt? I don't know. Auf sind hier viele Truhen. Urnen. Gefäße. Vasen. Und Gräber. Rona Riddle. Halloween. Halloween. Woods of Arn Arwen claimed another victim. Remaining puzzles designed by him were lost in the buried library of Ormond. In the burnt. So. Allen Seiten kommen sie. Ah, sie kommen wirklich von allen Seiten. Ah. Sie kommen wirklich von allen Seiten. Richtig. Wow. Nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ja, toll, gestorben. Na, ah, zwei tot. Was? Wofür haben wir die Kristalle? So, mein Freund. Wieso tänzel ich einfach nicht? Darf ich doch wieder? Na komm. Puh. Hier kamen welche jetzt und hier kamen auch welche. An allen Seiten kamen sie. Dann buddel ich jetzt dein Grab aus. So. Jetzt, das hast du davon. Drin darfst du jetzt nicht mehr sein. Schön wär's ja gewesen. So, gewonnen haben wir auch nix
Niete gezogen, kann man sagen. Eine Niete. So. Okay. Nach diesem kleinen Schrecken machen wir ein kleines Päuschen. Und in der nächsten Folge geht's natürlich weiter. Auf dem Friedhof. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken und bis bald.